Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde der Genealogie, hier spricht wieder Georg Pahlmüller vom Center für Familiengeschichte in Dortmund und heute möchte ich euch mal durch das Center für Familiengeschichte hier in Dortmund durchführen, hier unten im Keller des Gebäudes Karl von Ossietzky Straße 5. Und wir haben etwa noch eine halbe Stunde, bis die ersten Besucherinnen und Besucher kommen. Von daher haben wir jetzt etwas Zeit und ich führe euch einfach mal hier durch. So, hier kommen wir durch den Gang mit einigen Postern. Generationen verbinden, gemeinschaftlicher Stammbaum. Und wir gehen jetzt erstmal hier rechts um die Ecke zu unserer Bibliothek und zu unserem Oral History Bereich mit unserer Garderobe auch hier im Gang. So, hier ist Bibliothek Oral History. Gehen wir mal hier rein. Hier ist unser Oral History Arbeitsplatz, den man kostenlos nutzen kann, um Familienangehörige zu interviewen oder selbst Tondokumente zur eigenen Familiengeschichte zu erzeugen. Hier ist unsere Bibliothek, unsere kleine Bibliothek mit dem Schwerpunkt deutsche Ostgebiete, weil sehr viele unserer Kunden aus den deutschen Ostgebieten ihre Vorfahren haben. Ich drehe mich hier mal rum. Mikrofone stehen dort auch für den Oral History PC. Hier ein kleiner Infotisch mit einigen Materialien, die man sich dann mitnehmen kann. Flyer und einigen Stammbaumformularen. Dann gehen wir hier mal aus diesem Raum, aus dieser Bibliothek, Oral History Bereich raus. Gehen hier wieder den Gang runter. Wir gehen jetzt direkt auf den Forschungsraum für Familiengeschichte zu, aber da gehen wir gleich hin. Wir gehen jetzt erstmal hier rechts um die Ecke in unseren Bereich Digitalisierung Gruppenraum. Hier steht die Digitalisierungsstation des Centers für Familiengeschichte Dortmund, die jeder Kunde auch kostenlos nutzen kann, um seine familiengeschichtlichen Dokumente, alte Familienfotos und so weiter, Fotoalben scannen zu können, zu digitalisieren, in JPEG und durchsuchbare PDF-Dateien zu verwandeln und diese dann eben halt auf einem Speicherstick mit nach Hause nehmen kann, diese Dateien, und weiterverwenden kann. Hier haben wir einen Drucker mit einem Scanner und hier haben wir noch ein altes Mikrofilm-Lesegerät. Davon hatten wir damals 12 Stück, die also von dienstags bis einschließlich samstags über Stunden hinweg immer im Dreischichtbetrieb im Grunde genommen gelaufen sind, weil die Dokumente gab es damals nur auf Mikrofilm. Jetzt haben wir noch ein einziges Gerät übrig behalten, weil wir immer noch einige Mikrofilmer haben, die unsere Kunden damals bestellt haben, die hier bei uns im Schrank lagern. Und einige davon sind auch noch nicht digitalisiert worden, sodass also das Mikrofilm-Lesegerät hin und wieder doch nochmal verwendet wird. Ich drehe mich jetzt mal um hier. Das ist der Gruppenbereich mit einem Multimedia-PC. Das heißt also, wenn ihr mit einigen Freunden mal kommen wollt oder mit Familienangehörigen gemeinsam hier Ahnenforschung betreiben wollt und euch auch richtig laut unterhalten wollt, ihr dann diskutieren möchtet oder große Pläne mal auf den Tisch legen wollt, Ahnentafeln und so weiter, dann könnt ihr diesen Bereich dann hier kostenfrei reservieren lassen. Hier finden also 6 Personen an diesem Tisch Platz und ihr könnt auch gerne natürlich eure eigenen Laptops mitbringen, um hier zu arbeiten. Und den Multimedia-PC könnt ihr dann also auch nutzen, um zum Beispiel eine Präsentation zu zeigen oder sich auf YouTube auch mal Filme zum Thema Ahnenforschung, Familiengeschichte anzuschauen gemeinsam. Dafür gibt es dann hier diesen Multimedia-Rechner. Ja, ich drehe mich dann jetzt um und wir gehen wieder aus diesem Digitalisierungsgruppenraum heraus und gehen in unseren Forschungsraum für Familiengeschichte. Da mache ich jetzt mal das Licht an, dann kann man ein bisschen besser sehen.
So, hier haben wir 13 FamilySearch PC Arbeitsplätze für euch bereitstehen. Ihr könnt natürlich auch gerne eure eigenen Laptops mitbringen, das ist überhaupt kein Problem. Könnt ihr also auch gut hier arbeiten. Aber wenn man mit Digitalisaten arbeitet, mit digitalisierten Kirchenbüchern und so weiter, sind natürlich die großen Bildschirme wesentlich angenehmer als ein kleinerer Laptop-Bildschirm. Diese Arbeitsplätze hier könnt ihr also auch kostenfrei reservieren. Insgesamt also 13 Stück. Ich drehe mich mal hier um. Gehe mal hier rum. Da stehen noch zwei, da ist die Tür, da sind wir gerade reingekommen. Und ich gehe mal hier in die Ecke, da hat man den besten Überblick. Ja, also das sind die PC-Arbeitsplätze, FamilySearch PC-Arbeitsplätze. Und an diesen Arbeitsplätzen könnt ihr also auch gratis Ancestry, MyHeritage, GeneaNet und andere Portale nutzen, ohne Abo. Allerdings etwas eingeschränkt, das sind dann die Büchereiversionen oder Institutionsversionen von Ancestry, MyHeritage und Co. Bei Ancestry kommt ihr dann zum Beispiel nicht an die Stammbäume heran, aber an digitalisierte Dokumente, was ja dann auch sehr wichtig ist. Ich gehe noch mal ein Stück hier rein, gehe mal hier noch mal rum und drehe mich hier auch noch mal rum. Das Ganze noch mal aus einer anderen Perspektive. Hier ist ein Notausgang, deshalb ist das Fenster hier also sehr, sehr groß. So, und ich gehe nochmal in diese Ecke hier hinein. Dann könnt ihr das also auch nochmal hier besser sehen, besser erkennen. Also hier kann man sich dann wirklich in Ruhe, ganz entspannt sich der Ahnenforschung widmen. Zu den Öffnungszeiten dienstags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs 10 bis 14 Uhr, Donnerstag 10 bis 14 Uhr und 18 bis 22 Uhr und freitags von 14 bis 22 Uhr haben wir geöffnet. Also auch zwei Abende im Grunde genommen für die Berufstätigen unter euch, dass ihr also auch Zeit und Ruhe findet, euch abseits, sag ich mal, des normalen Stresses irgendwo dann eurer Familiengeschichte widmen zu können. Ja. Das ist so ein kleiner Rundgang hier durch unser Center für Familiengeschichte hier in Dortmund, etwa eine halbe Stunde vor Beginn der Öffnungszeit am heutigen Mittwoch. Und ich wollte das euch einmal kurz zeigen, wie es hier bei uns aussieht. Und ja, kommt einfach vorbei zu den Öffnungszeiten. Wir haben geschlossen in den Ferien Nordrhein-Westfalen und an Feiertagen. Aber ansonsten, wenn ihr Ahnenforschung machen wollt, und auch Hilfe benötigt durch unsere Mitarbeiter, dann kommt einfach vorbei und vergrabt euch hier in eurer Ahnenforschung. Ja, hier war Georg Pahlmüller vom Center für Familiengeschichte in Dortmund mit einem kleinen Rundgang durch unser Center für Familiengeschichte. Und ja, ich sage dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!